Ein herzliches Willkommen zum Spiel VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Mit, ja. Ja, das läuft schon wieder hier, was wir uns hier erzählen. Können die Kölner an die Saison von letztem Jahr anknüpfen? Oder kämpfen sie dieses Jahr wieder extrem gegen den Abstieg? Wobei man sagen muss, letztes Jahr haben sie gar nicht so sehr gegen Abstieg gekämpft. Sie hatten einen gesicherten Mittelfeldplatz sich erkämpft. Ja, das stimmt allerdings. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Erste Schusschance von VfB Stuttgart. Die waren ja auch letzte Saison nicht so wirklich bärenstark. Das stimmt. Sie waren teilweise auch mit im Abstiegstrudel drin, konnten sich jedoch dann vorzeitig retten. Und haben stattdessen den Hamburger Sportverein dahin gedrängt. So sieht's aus. Und dann ist hier so eben das 1:0 gefallen. Durch Daniel Ginczek. Das ist Ginczek. Ginczek, so. Was haben die Kölner dem entgegenzusetzen? Gar nichts, wie man das so scheint. Können die Kölner das ausgleichen oder werden sie hier ihr erstes Bundesligaspiel in der Saison 2015-2016 verlieren? Aber sehr schön verteidigt von Köln. Zu unüberlegt von Stuttgart. Köln im Aufbauspiel. Oh, und da hat er den Ball sich einen Ticken zu weit vorgelegt und somit Stuttgart im Aufbauspiel und schon direkt wieder gestopft. Oh! Ich kann nie mehr. Gestopft. Das war eine gute Schussposition. Auch ein guter Schuss. Jedoch auch gut gehalten. Vom Stuttgarter Keeper. Langrack. Der gute Sven Ulreich ist ja zum großen FC Bayern gewechselt. Verdient sich sein Geld nun mit der Wärme von der Bank. Ich wollte auch was anderes sagen. Vom Wärme der Bank. Ja, das sollte irgendwie anders heißen. Nee, ist der Ball, Junge. Vorschuss am ersten FC Köln. Und da ist der Ausgleich für Kölle. Kölle, Kölle, Kölle. Wie fahren bist du Köln bei? Gar nicht. Lass sie doch mal einen Ofen runter ein bisschen rüberbringen. Köln, der groß ernannte Chaosverein, wurde mittlerweile abgelöst vom HSV. Nicht dort gibt es ja jetzt mittlerweile auch täglich neue Schlagzeilen. Zum Beispiel Lasonga betrunken im Park gefunden, Gehaltslisten in einem Park gefunden oder ein Grilltreffen ohne Würstchen. Alter Spinner, ey! Ich kann nicht mehr Grilltreffen ohne Würstchen. Ist das bekloppt? Ich kann nicht mehr, ey. Ich brauche eine Pause. Scheiße, Mann! Marvin! So. Kann es weitergehen? Ich kann nicht mehr, ey. Oh Mann.
Ja, ihr merkt schon, wir haben eine Menge Spaß. Ich habe gerade die Tränen in den Augen stehen. Ah, herrlich. Grillen und Würstchen. Ja, das ist wie Fußballspiel mit Basketball. Wenn du dann keinen Bock voll machen musst, ist noch alles okay. Ja. Ah, Kevin erhöht den Druck auf VfB Stuttgart. Aber Stuttgart kann sich befreien. Aber der Konter geht ins Niemalsland. Oh! Und da ist der Ausgleich. 2 zu 0. Oh, 2 zu 1 bitte. 2 zu 1. Okay. Ja, du hast die Würstchen vergessen. Gefährlicher Schuss von Köln. Köln hier momentan ganz klar die stärkere Mannschaft. Aber die Stuttgarter haben gerade eben halt einen schönen Konter gefahren. Aber der ging neben das Tor. Die Stuttgarter können halt noch nicht so genau zielen. Ihnen fehlt das Zielwasser. Wer weiß, was der Arzt ihm verschrieben hat. Das haben ja auch die Hamburger mit zum Grillen genommen. Okay, der war ja nicht. Ich weiß. Oh, Kölner bleiben am Ball. Oder auch nicht. Okay. Abseits. Ne, oder? Gute Frage. FIFA lässt uns gerade hier so ein bisschen zweifeln, aber es war Abseits. Ja, es war Abseits. Obwohl der Ball auch gar nicht zu dem Spieler hingehen sollte. Köln kombiniert sich wunderbar hier durch die Gegend. Doppelpass, Doppelpass, Doppelpass. Und da hat er halt den Ball verloren. Da wollten die Kölner einfach zu viel. Oh, was ein brutales Foul. Oh, gefährlich. Ja, da wollte er glaube ich zu viel. Bisschen tricksen hier. Oh! Abstoß jetzt. Sogar war eben auch so, siehst du? Ich für mich wäre es auch eine Ecke gewesen, ganz klar, aber. Oh, die Kölner verlieren im Mittelfeld momentan viel zu viel Ball. Aber jetzt konnten sie sich einmal freispielen hier. Können sie noch was aus der Situation machen? Nein, es gibt Einwurf. Für Kölle. Kölle. Wo werfen sie den Einwurf hin? Es ist keine Anspielstation da. Es gibt einen langen Einwurf, jedoch der nicht wirklich sehr lang war. Unterwegs war ein Eisberg und somit ist er versunken. Und der unerwartete Ausgleich für Köln. Da sahen die Stuttgarter verdammt schlecht aus. Die Innenverteidigung hat da nicht gut zusammengearbeitet. Der Keeper kam zudem auch ein bisschen zu früh raus. Na, hast du ja gespielt.
Gut. Ein sehr ausgeglichenes Spiel auf jeden Fall. Sehr lohnenswert für die Zuschauer. Es gibt hier Tore, Tore, Tore. So, kurz zur Spielinfo. 2 Tore, das sieht jeder. So, relativ ausgeglichen. 10-7 Torschüsse. Schüsse aufs Tor 6-6, sehr ausgeglichen. Ja, Stuttgart hat ein wenig Ballbesitz. 2 Kämpfe ist Stuttgart, da bin ich überlegener. 92% Passgenauigkeit, das ist... Für Stuttgart, Respekt. Das ist Bayern-Niveau. Ja, das ist Respekt. Vielleicht haben sie dieses Jahr eine Chance auf den Meistertitel. Ein sehr, sehr schlechter Flankenball. So mit Einwurf VfB Stuttgart. Schlechte Seitenverlagerung. Da wollten die Stuttgarter das einfach zu schön spielen, aber die Kölner gleich wieder mit dem Ballverlust. Können die Kölner an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen? Oh, schade für Köln. Glück gehabt, aber immer noch im Ballbesitz, die Kölner. Oh, das war einfach zu überhastet, dieser Schuss. Geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld teilweise dieses Spiel. Köln gleich wieder mit dem Ballverlust da. Oh, wunderschönes Tor. Schöner Distanz, Torschuss. Mann, es ist einfach schon... Aus knapp 20 Metern. 20 ungefähr. Ja, 22. Können die Kölner hier nochmal zum Ausgleich kommen? Bereits schon 5 Treffer gab es jetzt in dieser Partie. Wird es noch einen 6. geben? Oder vielleicht einen 7. Oh, sehr gefährliches Spiel vom Keeper. Von Mitch Langreck, dem ehemaligen Dortmunder. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, dass Dortmund ihn verkauft hat. Oh, das Tor war leer. Zu überhastet und er ging daneben. Kein Foul. Oh, schlechte Flanke.
Schlechte Seitenverlagerung, da sind Stuttgarter noch sehr anfällig. Stuttgarter versuchen jetzt hier einfach diesen Vorsprung zu halten. Das war leider nichts mit dem Kölner Angriff. Der erstickte auf Höhe vom 16 Meter Raum. Oh, knapp neben das Tor. Köln versucht es jetzt mit Distanzschüssen. Ob sie damit jetzt erfolgreich sein werden. Ein bisschen mehr als 10 Minuten bleiben den Kölnern. Jedoch schon wieder kein Foul. Also langsam. Ah, schwacher Abschluss. Der Torwart der Kölner ist sehr ruhig geblieben und hat das bravourös gemeistert. Oh, da hat er leider den Ball verloren. Knappe 5 Minuten noch plus Nachspielzeit. Geht da noch was für die Kölner? Kein Foul? Schiri pfeift gerade nicht mehr. Ich glaube, der hat seine Pfeife in der Kabine vergessen. Warte, kann ich ja mal ausprobieren. Oh. Jetzt, oh. Oh, jetzt hat er eine Pfeife in der Hosentasche gefunden. Jetzt hat er mal durchgepustet und sie sieht. Und er sieht, sie funktioniert noch. Gefährliche Situation für Stuttgart. Können die Kölner was aus diesem Freistoß machen? Das Foul sah sehr, sehr brutal aus. Können froh sein, dass da nichts passiert ist. Ob sie jetzt hier eine Möglichkeit für den 1. FC Köln ergibt und nein. Aber die war ganz, ganz schlecht. Nochmal eine Möglichkeit für Köln. Und noch eine gelbe Karte innerhalb kürzester Zeit. Das hätte einfach nicht sein müssen. Es war bis dahin ein sehr ausgeglichenes und faires Spiel. Aber es ist schon wirklich sehr übel. Und noch mal eine gelbe Karte. Der Schiri ist momentan echt sehr konsequent. Wir können hoffen, dass er noch genug Platz drauf hat. Aber auch dieser Freistoß. Und das war's. Das Spiel ist vorbei. Der 1. FC... Nee. Stuttgart gewinnt. Mit 3:2. Unverdient. Würde ich so jetzt nicht sagen. Nein, Stuttgart war schon, aber Köln hatte sehr, sehr starke Phasen. Aber wir wollen hoffen, die Saison ist ja noch lang. Da wird Köln mit Sicherheit noch 1-2 Siege einfahren. Ich würde sagen, wir sind raus. Das war der 1. Bundesligaspieltag heute. Und wir sehen uns beim nächsten Game. So sieht's aus. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.